Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich heiße Amina und wir sind jetzt in der dritten Januarwoche im Jahr 2017. Ich hoffe, ihr genießt immer noch so ein bisschen dieses Nichtstun, einfach nichts zu machen, nicht zu viel vorzunehmen, aber auch nicht zu faul zu werden. Aber so, dass du wirklich noch das Jahr als sehr entspannt empfindest. Und jetzt gibt es ein Pilates-Detox-Programm für dich. So, vielleicht wollen wir das ein oder andere Pünktchen noch ein bisschen loswerden und beginnen jetzt in der Rückenlage. Platziere deine Hände an deinem Hinterkopf, atme hier ein. Mit dem Ausatmen hebst du Wirbel für Wirbel, Kopf und Schultern vom Boden ab. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, komm nach oben. Einatmen. Und ausatmen, einatmen, wieder nach unten, ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, komm nach oben und einatmen, wieder nach unten abrollen. Ausatmen, komm das rechte Bein jetzt mit nach oben, du drehst dich nach rechts auf, einatmen, wieder nach unten, ausatmen, du drehst dich nach links auf und einatmen, wieder nach unten. Ausatmen, dreh dich auf, zieh den Bauchnabel nach innen und einatmen, wieder nach unten. Ausatmen und drehen und einatmen, wieder nach unten. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen und einatmen, wieder lösen. Ausatmen, zieh den Bauch nach innen, einatmen, wieder lösen. Ausatmen, komm nach oben, bleib jetzt hier, bring den linken Arm rüber, atme ein und du federst hier nach oben, atmest aus, 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 aus. 4, 3, 2, 1 und langsam lösen, Seite wechseln und der Arm kommt nach links, atme hier ein, aus, 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 aus. Zieh den Bauchnabel fest nach innen. 4, 3, 2, 1 und dann langsam lösen. Einmal ausstrecken und dann bring die Beine nach oben. Streck die Beine aus oder lass sie leicht angewinkelt. Wir pumpen dreimal mit den Armen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atme hier ein, aus, aus, aus. Ein. Aus, aus, aus. Ein. Aus, aus, aus. Ein. Ein. Aus, aus, aus. Letztes Mal. Ein. Aus, aus, aus. Und dann langsam lösen. Zieh die Oberschenkel zu dir ran. Dann wieder Kopf und Schultern vom Boden abheben und bring die Beine zurück in die Stufenposition, die Handflächen am Hinterkopf und du atmest jetzt hier aus. Du bleibst auf der rechten Seite und steckst immer wieder nur das linke Bein aus. Aus, aus, aus. 4, 3, 2, 1 und lösen, Seite wechseln. Bleib immer noch oben, drück den unteren Rücken fest in den Boden, Ellbogen nach außen, atme ein, ausatmen, zieh den Bauch nach innen. Zieh den Bauch nach innen und ziehen. Atme aus, die letzten 4, 3, 2, 1. Eins und lösen. Okay, dann roll dich auf den Rücken ab und streck die Beine aus. Atme hier ein. Mit dem Ausatmen hebst du Wirbel für Wirbel, Kopf und Schultern von der Matte ab, kommst nach oben, atme ein. Gerne auch mit Beinen angewinkelt. Und ausatmen, wieder Wirbel für Wirbel auf den Rücken abrollen. Zieh den Bauchnabel nach innen, atme ein. Ausatmen und komm nach oben, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf und zieh dich in die Länge, atme hier ein
Und ausatmen, wieder nach unten abfallen. Einatmen, ausatmen, komm wieder nach oben, zieh den Bauchnabel nach innen und richte dich auf. Einatmen, ausatmen, Achtung, bleib jetzt hier, atme ein und aus. Einatmen, aus. Jetzt ziehst du dich hoch, atmest hier aus und ausatmen, ein, aus, ein, aus und ein. Atme aus und aus, ein, noch einmal rechts und noch einmal links. Super, dann leg dich auf die linke Seite und heb das Becken nach oben an und heb auch den rechten Arm nach oben an. Atme jetzt hier ein, ausatmen, fädel den rechten Arm durch den linken Arm durch. Einatmen und öffnen. Ausatmen und durchfädeln. Und einatmen, öffnen. Ausatmen. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt streckst du das rechte Bein aus, kommst nach oben, einatmen und ausatmen. Durchfädeln. Jetzt bleib hier. Und jetzt beginnst du hier zu fädeln und senkst das Becken so ein bisschen nach unten ab. Atmest jetzt hier aus, 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 aus. 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr schön. Dann gleich zur anderen Seite. Und komm auf deinen rechten Unterarm. Ausatmen, heb das Becken nach oben an. Arm kommt nach oben, zieh die Schulter vom Ohr weg und du drehst dich hier ein und wieder öffnen. Und eindrehen und öffnen. Und wieder aus. Achtung, streck das Bein hier aus und feder jetzt hier durch. Aus, aus und das Becken geht ganz leicht tief, tief. Und du ziehst den Arm hier durch. Durch, durch, 4, 3, 2, 1 und dann wechsel in den Vierfüßler. Hände schulterweit, Knie hüftweit, atme ein, ausatmen, roll dich in den Katzenbuckel ein. Einatmen und strecken. Jetzt streck das rechte Bein nach hinten aus, behalte das Bein hinten und wir federn hier hoch. Hoch, Kopf in Verlängerung, Schultern tief, Nacken lang, 4, 3, 2, stell die Zehen hinten auf, schwing das Bein nach hinten, Po zur Decke und dann springen wir hier auf zu und auf, 4, 3, 2, 1 und langsam lösen. Knie nach unten. Jetzt linkes Bein nach hinten, zieh die Schultern von den Ohren weg, Beckenknochen in eine Linie, langes Bein und du gehst hier hoch, 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 hoch. Wieder hoch. Kleine schnelle Bewegungen. Kopf in Verlängerung. 4, 3, 2, 1, Achtung, Zehen wieder aufstellen, wieder nach hinten zurück, jetzt springen wir nach rechts und nach links und rechts, links, 4, 3, 2, ein bisschen nach vorne und wieder nach hinten, wieder vor und zurück und vor und zurück und vor und rück. Noch ein letztes Mal und dann bleib hinten, wander mit den Händen zurück, roll dich nach oben auf und bleib hier und bring das rechte Knie nach oben und die Hände nach hinten, atme ein und jetzt zieh dich in die Länge.
Ausatmen, dreh dich auf. Alternativ kannst du hier auch deine Zehen am Boden halten. Ja, das geht genauso. So, dann atmest du aus. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, dreh dich auf. Einatmen zur Mitte. Aus. Und ein. Und aus. Und ein. Letztes Mal aus. Und ein. Einmal Wirbel für Wirbel nach unten abschwollen. Und dann komm wieder nach oben. Die Arme sind fest und wir springen hier auf zu. Und wir springen hier scherenartig auseinander. 4, 3, 2, 1 und langsam lösen. Jetzt Seite wechseln und linkes Knie nach oben, komm wieder ein bisschen weiter nach hinten auf deine Matte und Knie nach oben oder auch gerne die Zehen unten lassen und dann atme hier ein, ausatmen, dreh dich auf, einatmen zur Mitte, ausatmen und drehen, einatmen zurück, ausatmen, zieh den Bauch nach innen und wieder zurück und wieder ausatmen, Wirbel für Wirbel aufdrehen. Wieder zurück, halte dein Becken ruhig. Aus und ein. Letztes Mal aus und ein. Aufsetzen, zieh dich in die Länge nach oben. Mit dem nächsten Ausatmen rollst du dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Komm nach vorne, bilde eine Linie im Körper. Schultern von den Ohren weg, ausatmen. Rechts geht hoch, wieder absetzen. Links geht hoch und wieder absetzen. Rechts und links und rechts und links. Nach hinten zurück. Achtung, jetzt kommen wir mit den Füßen nach vorne, laufen jetzt hier vor, 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 vor. 4, 3, 2, 1 und jetzt laufen. Jetzt ziehst du die Knie vor, vor, vor. 4, 3, 2, 1. Knie absetzen und komm nach unten. Schultern von den Ohren weg. Kopf in Verlängerung, Arme nach vorne, Beine sind ganz lang und dann beginnst du hier zu schwimmen. Halte dein Becken ruhig, ein und aus. Einatmen, ausatmen, 4, 3, 2, 1, bring die Hände wieder zurück, atme hier ein, mit dem Ausatmen hebst du deinen Brustkorb nach oben an. Einatmen, wieder nach unten. Ausatmen, zieh die Schultern von den Ohren weg. Und einatmen, wieder nach unten. Ausatmen und hoch. Einatmen und tief. Ausatmen und hoch. Achtung, komm auf deine Unterarme. Stell die Zehen auf und heb das Becken nach oben an. Schieb dich nach vorne, hier. Aus und ein. Atme aus. Und ein. Atme aus. Ein. Achtung, jetzt von hier aus. Rechter Fuß vom Boden lösen und twist. Dann linkes Knie kommt nach rechts rüber. Aus. Und ein. Und aus. Einatmen. Aus. Und ein. Knie rüber. Und ziehen. Knie rüber und ziehen. Atmen. Aus. Ein. Aus. Letztes Mal. Schultern von den Ohren weg. Und lösen. Und die Knie aufsetzen. Hände wieder auf den Boden. Und komm nach oben. Und wir springen hier wieder auf, zu. Und auf, zu, auf, zu. 4, 3, 2. Jetzt kommen die Füße im Wechsel nach vorne. Hier. Vor, rück, vor, rück. 4, 3, 2. Achtung, spring nach vorne, komm zum Sitzen und öffne deine Beine, ungefähr so breit wie deine Matte. Zieh die Schultern von den Ohren weg, Kopf in Verlängerung und Finger miteinander verzahnen. Einatmen, ausatmen, dreh dich nach rechts auf. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Einatmen. Zieh dich hoch. Aus.
und ein. Aus und ein. Und aus und ein. Ausatmen, dreh dich auf. Wieder zurück. Ein letztes Mal nach rechts. Ein letztes Mal nach links. Sehr gut. Dann Achtung. Jetzt Beine nach vorne ausstrecken und geh nach hinten. Jetzt löst du die Füße vom Boden, ziehst den Bauch nach innen, aus, ein, aus, ein. Zieh den Bauch nach innen und atme hier aus, ein, aus und ein. 4, 3, 2, 1 und lösen. Jetzt stütze dich mit den Händen so ab, dass die Fingerspitzen nach vorne zeigen und komm nach oben. Arme beugen, einatmen, ausatmen, zieh den Bauch nach innen, drück dich wieder hoch und wieder tief und hoch. Ausatmen, Schultern von den Ohren weg, der Bauch geht nach innen und drückst den Boden weg. Zieh den Bauchnabel nach innen und das Gesicht entspannen. Und dann Achtung, absetzen. Jetzt kommen die Hände nach außen. Heb das Becken nach oben an, wir senken die rechte Beckenhälfte ab. Komm nach oben, die linke. Aus, ein, aus und einatmen. Aus, ein, noch einmal rechts, noch einmal links. Und ihr habt es schon fast geschafft. Und dann langsam lösen. Okay, sehr schön. Dann locker deine Arme aus. Atme einmal hier tief ein. Und ausatmen. Leg deine Hände auf deine Bauchdecke drauf. Schließ für einen Moment hier deine Augen. Und atme einfach in den Bauch ein. Und aus durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Zieh den Bauch nach innen. Einatmen und aus. Letztes Mal. Und dann langsam lösen. Und das war's auch schon. Ich wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche. Bis dann. Mhm.